Ja, das ist wirklich. Ja, jetzt geht's halt los, jetzt ist es halt echt. Ich kann auch nichts ändern. Ja, Leute, jetzt wird gefilmt. Jeden Tag. Ja, the way I see it, it's only me and my team. Motivated by pictures of places I never been. It's in to leave the city and search for some better things. My fam and a couple dollars, that's all that's left in my jeans. Intercepted by nothing, we gunning by any means. Also ein Grund ist, weil wir uns Transparenz auf die Fahne schreiben und jeder sagt, dass er transparent ist. Aber jetzt beweisen wir auch, dass niemand so transparent ist wie wir. Und zum Zweiten für mich, weil sehr wenige Leute tatsächlich nachvollziehen können, wie viel Arbeit hier drin steckt, was es bedeutet, eine der heißesten Marketingagenturen in Deutschland zu haben. Und jetzt könnt ihr es richtig sehen. Jetzt könnt ihr sehen, was tagtäglich bei uns passiert und dass der Hustle real ist. Ja. Ich glaube, der andere Grund ist, dass es einfach sehr leicht ist zu sagen, wir machen es anders, wir machen es besser. Und das sagen können wir auch, aber wir machen es ja nicht aus Nettigkeit, sondern weil es deutsches Marketing tatsächlich das hier braucht, jetzt im Moment. Ja, und so geht's los. Ab geht's. Ocean Jam. Warum solltest du dich an einer Metrik ausrichten, die irgendjemand in irgendeinem Tool mit 300.000 Keywords bestimmt? Frage ist doch eher, was verdient der Channel aktuell? Was? Wie viele Leute kommen? Das ist, glaube ich, fast. Also wirklich, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste für die oder allgemein für unsere Kunden ist aktuell, dass sie sich von diesen scheiß Vanity Metrics lösen. Weil wenn die weiterhin sich darauf fokussieren, was so ein Graf denen sagt, dann können sie auch, also wenn es nur darum geht, dass es einfach ist, dann sollen sie doch in Analytics reinschauen. Du machst einen Custom Report, wo die Pie Chart drin ist und sagt, du hast so und so viele Organic User. Das ist das Geld, das die dir verdienen und das ist die Conversion Rate. Dann weißt du doch mehr über deinen Organic Traffic, als du weißt, wenn du bei Sistrix in die Visibility reinschaust oder bei Searchmetrics oder bei SEObility. Ja. Entschuldigung, also da. Also wenn ihr wissen wollt, wie SEO funktioniert, dann fragt einfach mal den. Ja, aber das ist wirklich so. Ja. Also Präsentation, ja. Nee, ich frag mich halt, wir machen die Präsentation. Präsentation aus fancy Gründen, ne? Also, nee, ich glaube, wir machen die Präsentation, weil da kommen einfach 8 Leute von einem Kunden und die wollen was sehen. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass die das brauchen, weil theoretisch könntest du das auch in Slack schreiben, aber das ist einfach nur, weil es ein Kickoff ist, nochmal eine Zusammenfassung von allem. Das bedeutet, wenn du mal überlegst, da ist dann schon klar, wer sind die einzelnen Leute. Also die Gesichter, die wissen, die Dina ist die Brünette, die Rieke ist die Blonde. Ja, aber das haben wir auch gedacht, aber die sitzen halt nicht alle zusammen. Ne? Deswegen ist dieses Kickoff-Meeting auch noch wichtig. Also ich meine, hier beim Essen lernst du die Leute kennen, aber noch nicht die... Aber nicht alle. Genau, ja, und auch nicht die Funktion. Beim Kickoff-Meeting, wenn wir dann sagen, wer wir sind, was wir in Zukunft für die machen. Also ich glaube, das müssen wir schon nochmal sagen. Wir kümmern uns um XYZ. Also eigentlich das Organigramm von den Boys noch ein bisschen also einfacher dargestellt wahrscheinlich. Und bei den Departments geht es dann einfach nochmal drum, um zu sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir machen das alles für euch, wer ist es, der was macht? In my pinnacle, that big wave finest. So lyrical, you need to rewind this. Catch the lines, cause when he strike, it only take 3 times to lay him out. It can't deny this, be your favorite sound. Staying foul, staying crowds underground, waist down, under earth, under sea. Übrigens, das eigentlich Geile an Influencer-Marketing, ne? was ich so fett finde, ist, wenn du mal so eine Metapher hernehmen würdest, ne? Oder so einen konkreten Vergleich, dass du sagst, dass in den 90ern, gell? Also wenn dein Vater da irgendwas gekauft hat, was der mega geil fand, dann hat er das halt maximal mit 3 Freunden erzählt. Aber heute, wenn in unserem Alter, wenn wir was geil finden, dann posten wir das halt und ich sag das halt direkt mal 695 Leuten. Und das ist halt irgendwie abgefahren, ne?